Am 5. Mai ist Europatag. Er soll an die Gründung des Europarates 1949 erinnern. Am 9. Mai wird an die Schaffung der Europäischen Union erinnert, die mit einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Kohle- und Stahlindustrie bereits in den 50er Jahren begann. Im Zuge dieser Gedenktage wird vor allem in der Politik immer wieder über die Wichtigkeit des Zusammenschlusses geredet. Aber wie sehen die Menschen in unserer Region das Ganze? Wäre Deutschland besser oder schlechter ohne die Europäische Union aufgestellt? Wir haben uns in Hoyerswerda umgehört. Ich denke, die ist schon sehr wichtig, weil in der Union kann ja dann jedes Land sich unterstützen. Und ja, wenn Deutschland mal in Schwierigkeiten steckt, haben wir dann eine Möglichkeit, Hilfe anzufordern. Auch wegen der offenen Grenzen und so. Also das macht es eigentlich einfacher. Ich denke mal, ziemlich wichtig. Wir sind ja ein Kernland der Europäischen Union und haben da auch ziemlich viel Einfluss. Und ich denke, das sollte auch so beibehalten werden. Man muss an vielen Sachen dran arbeiten. Man merkt das auch, dass manche Länder, auch England hat etwas Schwächen, die wollen sogar austreten eventuell. Es gibt da eine Abstimmung in England und es sind ein paar Länder, vielleicht zu viel in der EU hier, mehr wirtschaftlich starke und ein oder zwei Länder, das kennt die hier, kann die EU schon vertragen, wenn zwei schwache sind. Aber wenn ein Drittel vielleicht schwach ist, dann kann das auch zu Problemen kommen. Das ist meine Meinung hier. Das wollte ich bloß mal so sagen. Aber sonst, die EU ist nicht schlecht. In der Wirtschaft, in manchen Sachen wird auch Gutes gemacht. Die bauen zusammen die Flugzeuge, den Airbus und so. Es gibt einige Sachen, da sind sie auch sehr gut. Wichtig. Ich beschäftige mich mit dem Thema nicht. Ich habe da keine Ahnung. Naja, ich habe da wenig dazu zu sagen. Ich bin nicht ganz so informiert über das alles. Aber die werden schon machen. Ehrliche Antwort ist mit Sicherheit nicht sinnfähig. Ich bin ein absoluter Europagegner, weil Europa, Deutschland und allen Nachbarländern einfach nicht gut tut. Weil die Politik, die im Moment betrieben wird, und wie gesagt, auch wenn wir in Hoyerswerda sind, nicht rechts, ist nicht für die Bürger von Europa gemacht. Da sollte sich Frau Merkel und Konsorten doch mal ein bisschen neu orientieren. Nur nicht sehr wichtig. Die helfen uns ja nicht. Ja, ich würde schon sagen, wichtig, wenn es richtig gemacht wird. Ist schon wichtig, die Europäische Union, gerade weil die Länder doch zusammenhalten sollten. Und die Union tut ja das eigentlich stabilisieren. Oh, da habe ich keine Meinung dazu. Ich bin überzeugt, dass das einfach eine Frage der Zeit war, dass das passiert. Und ich fühle mich wohl und eigentlich sicher.